Hallo und willkommen zu der nächsten Folge von Zu fremden Gestaden. Wir sind noch immer in dem vierten Band, die Kelten, unterwegs. Dieser Band hat 6 Geschichten mit Corto Maltese und beschreibt seinen Aufenthalt in Europa. Und das hier ist nun gleichzeitig auch die 18. Corto Maltese Geschichte, die Hugo Pratt gezeichnet hatte. Wir befinden uns noch immer inmitten des Ersten Weltkriegs im Jahr 1918. Der Titel der Geschichte mutet enigmatisch an, doch gibt uns dieser Titel durchaus eine klare Standortbestimmung. Bredün ist ein Seeort an der belgisch-französischen Grenze, während das flämisch geprägte Zuidcote eine gegenüberliegende Ortschaft auf der französischen Seite ist. Auf den ersten Blick beginnt die Geschichte erneut in einem traumartigen mythologischen Zustand. Doch die Unterhaltung eines etwas anders gearteten Merlin mit einem Frosch mutet hier seltsam zeitgemäß an und entsprechend bissig. Und wenn wir dann umblättern, wird es deutlich, dass wir Zeugen einer Bühnenaufführung sind für die Offiziere. Wir befinden uns in einer großen britischen Kaserne. Und Corto ist auch mit dabei, aber auch Cain Gervaisnor. Sie wohnen anschließend einem Auftritt von Melody Gale bei, die hier ein keltisches Volkslied vorträgt, und ein französischer Lieutenant de Trequesson, mit dem Corto offensichtlich Karten spielt, tritt hier in Erscheinung. Natürlich haben Corto und Cain eine Unterhaltung über dessen Cousine Pandora. Eine Unterhaltung, die Corto in recht melancholische Stimmung versetzt. Zumal er auch erfährt, dass Pandora in der Zwischenzeit verlobt ist und sehr bald heiraten wird. Cain verschwindet dann zu einer Verabredung. Doch nur wenig später, da erfährt Corto, dass Cain verhaftet wurde. Und zwar unter dem Vorwurf, den besagten Lieutenant de Trequesson schwer verletzt zu haben. Offensichtlich hatte sich Cain mit der Sängerin Melody Gale getroffen. Vielleicht entbrannte ein Streit zwischen den beiden Offizieren um diese Frau. Doch viel Klarheit hat Corto an dieser Stelle erstmal nicht. Corto ermittelt auf eigene Faust. Das bringt ihn zu dem exaltierten, äußerst durchgeknallten Rico Rico, der am Anfang dieses Schattenspiel aufgeführt hatte. Und Pratt hat häufig diese extremen, auffälligen Gestalten, die offensichtlich irgendeine verborgene Seite des Comics-Künstlers repräsentieren. Anders kann ich es mir nicht erklären. Das ist etwas immer sehr Ausgefallenes und Obskures, bei Hugo Pratt, dass manchmal diese extremen Charaktere auftauchen. Ich glaube, das Wörtchen bizarr kommt dabei noch in den Sinn. Insgesamt ist diese Geschichte eben etwas surreal und hat allerlei Querverbindungen zu Kabbala, Hexerei und Okkultismus, während der Schauplatz das Theater ist. Man sagt ja, das Theater sind die Bretter, die die Welt bedeuten. Erneut eine Shakespeare'sche Referenz. Aber hier wird das Theater wörtlich zum Schauplatz der Geschichte gemacht. Ich will das natürlich jetzt nicht alles nacherzählen, zumal das nicht die unmittelbare Aufgabe dieses Videos ist. Aber diese beiden Paneele hier sind hervorragend. Ganz tolle Anatomie. Aber die Handlung an dieser Stelle ist sehr surreal und sehr überzeichnet. Doch Hugo Pratt kündigt es ja bereits mit dem Stichwort Burlesque im Titel an. Wir sind also eigentlich gewarnt gewesen. Interessant ist, dass Corto Maltese hier aus dem Hintergrund am Ende die Fäden zieht und mit diesem Offizier hier vereinbart, dass Cain Gervaisnor ehrenhaft aus der Armee entlassen wird, aber letztendlich aus dem Verkehr gezogen wird. Ich denke, Corto kann offensichtlich die Vorstellung nicht ertragen, dass der junge Cain noch in den letzten Monaten des Krieges fällt, dass er stirbt
obwohl kein es ihm vermutlich verübeln würde, dass er derartig in sein Leben eingreift und ihn heimlich oder und sein Schicksal heimlich so manipuliert. Aber da ist dann Corto eher ein Pragmatiker. Das letzte Panel ist hervorragend und trägt erneut den ganzen Aufbruchsgeist von Corto Maltese. So, nun folgt noch ein schöner kleiner Bonus hier. Den habe ich bisher nur in dieser Integralausgabe von Schreiber und Leser gesehen. Das ist ein kleiner Zweiseiter, den Hugo Pratt offensichtlich in 1985, also über 10 Jahre später, für eine Magazinveröffentlichung von Die Kelten zeichnete, als so eine Art Überleitung zur Südsee-Ballade. Es ist ein sehr einfaches Szenario, das aus 10 Paneelen besteht. Corto Maltese besucht Kain in einem Militärkrankenhaus. Dem jungen Offizier geht es entsprechend gut. Im 4. Panel bezieht sich Corto noch einmal auf die ganze Trekkesson-Affäre. Wir befinden uns also unmittelbar nach dem Ende der letzten Geschichte, vermutlich nur 1 oder 2 Tage später. Kain liest eine Piratengeschichte über die Südsee, einen Roman, und erinnert sich mit Corto an ihr gemeinsames Abenteuer am Bismarck-Archipel. Sie erinnern sich an Kranio, Tarao und den Mönch. Doch Kain sagt auch, dass das Buch, das er liest, ihn verdächtig an ihre gemeinsamen Erlebnisse erinnert. Und er liest Corto sogar die ersten Zeilen aus dem Roman vor, die da lauten: Ich bin der Pazifik und ich bin der Größte. Und das sind natürlich die ersten Zeilen in der Südsee-Ballade. Hugo Pratt ist hier also ziemlich Meta. Und es bleibt uns überlassen, dieses offensichtliche Paradox in unseren Köpfen aufzulösen. Fazit: Die Kelten ist ein gelungener Band mit vielschichtigen Geschichten, die zwischen Mythologie und Kriegsrealismus oszillieren. Und allein das ist eine sehr ungewöhnliche Juxtaposition von Themen, die normalerweise selten zusammenkommen. Aber das beweist eben die ungewöhnliche Aufspannung, in der sich Corto Maltese-Geschichten immer wieder befinden. Hier ist es eben möglich. Aber ich muss auch gestehen, dass Corto Maltese für mich ein wichtiger Anlaufpunkt für Anemoia ist. Und deshalb habe ich diese etwas naive Herangehensweise. Corto steht für mich für Exotik, für einsame Strände in der Südsee und dichten Urwald von Südamerika. Und nicht unbedingt Irland, England oder Frankreich. Ausgenommen von Venedig. Ich glaube, Corto und Venedig, das geht toll zusammen. Wie auch immer, am Ende dieses Bandes bin ich froh, dass Corto Maltese dem Krieg und Europa den Rücken zukehrt und sich wieder nach Süden begibt. Denn für den nächsten Band werden wir erneut voll in Exotik abtauchen. Und der Name des Bandes sagt dann schon alles aus. Die Äthiopier. Wie wird sich der Kapitän ohne Schiff am Horn von Afrika machen? Um das herauszufinden, musst du dann die Fortsetzung dieser Reihe anschauen. Bis dann.